Tja, hallöchen, Apropöchen. Herzlich willkommen hier auf der Panderosa in Rennslim. Ja, wir sind hier wieder in unserer hübschen Behausung. Ich finde das ja so geil. Wir haben gar nicht die Türen zugemacht gehabt zum letzten Mal. Was ist denn hier los? Ach so. Ich dachte, jetzt sind die ganzen Viecher weg. Oh, ich habe ja einen Schreck gekriegt. Junge. Aber wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, hab ich jetzt einen Schreck gekriegt. Ich dachte, jetzt sind die alle weg. Dass da vielleicht wieder ein Update wieder war oder was. Und ich wieder nichts mitgekriegt hab. Ist ja alles möglich hier in dem Spiel. Ja, wir haben keine... Wir müssen langsam mal hier die Scheiße wegmachen. Ja, wir haben keine Körbe mehr. Wir brauchen mehr Körbe. Jetzt müssen wir mal kicken, wie viel haben wir denn jetzt noch? Ah, hier müssen wir auch noch die Kühe auch noch Namen geben. No. Ja, die sind noch nicht so reif. Wie viel haben wir denn hier drin, ne? 9 Stück. Komm her, nehmen wir mit. Dann fahren wir mal rum. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll. Ey, geht mal da weg hier. Als wenn die wissen, dass ich da raus will, wa? Los, haut ab da, ihr Drecksferkel. Die sind noch nicht geschlechtsreif, merkt man, weiß. Jetzt rennen die anderen dabei dahin. Oh Gott, nee. Also muss ich hinten rumlaufen. Okay. Komm her. Egal. Ja, mit dem zweiten Hühnerstall, da werden wir mal echt warten. Das bringt ja so nichts. Warten wir erst bis zum dritten. Und dann werden wir weitersehen. Ich wollte eigentlich nicht laufen, ich wollte eigentlich mit dem Auto rumfahren. Ja, und anschließend müssen wir zu unserer Ölpumpstation fahren. Da wieder... Ach, es fängt schon wieder an zu regnen, natürlich, klar. Warum auch nicht, wa? So. Ich fass das nicht. Ja, heute haben wir, was haben wir heute? Dienstag, ne? Ich habe ja jetzt wieder mal zwei Tage nichts gemacht.
Weiß auch nicht warum. Wir sind so. Was kommt mit dem Alter oder was? Das geht nicht mehr. Aber letzte Kiste mal. Na, bei den Schweinen, das dauert jetzt, was bis die groß sind. Ich kann mich immer so köstlich amüsieren, da. wenn ich Funnies Folge da einmal kicke. Herrlich, herrlich, muss ich sagen. Ich komme da aus dem Lachen nicht mehr raus. Die so oft durch den Wind. Das muss man sich mal vorstellen, oder? Wahnsinn, sag ich nur. So. Dann bringen wir das mal weg. Sammeln können. Sieht das nicht geil aus? Ja, die Bienenstöcke, die werden wir auch erst später holen. Noch suchen noch mehr. Also die Völker. Zwei haben wir ja zufällig gefunden gehabt, die wir gar nicht gesucht haben. Halt, wo wollen wir eigentlich hin? Ja, genau, zum Laden. Kann ich ja noch ein paar Eierkörbe holen. Aber kann ich heute nicht warten? Aber wie besoffen hier. Machen wir hier rüber. Gut, dann werden wir mal kicken, wa? Zack. Hallöchen am Papierchen, wir haben hier was zu verkaufen. Ja. Verkaufen, was haben wir denn hier? Eier. Oh, 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 Schweinefleisch. Insgesamt 8000. So, jetzt kaufen wir noch Eierkorb. Eierkorb. Vier Eierkörbe noch dazu, ja. Und dann müssten wir eigentlich... Moment. Blauschimmel. Blauschimmel kriegst du am meisten für. Ups, der macht ja ein lautes Geräusch jetzt. Tschö, bitte.
gar nicht. Oh, jetzt kommen wir wieder runter. So, die Eierkörbe haben wir drauf. Und dann nehmen, machen wir die anderen rein hier. Zehn Stück haben wir genommen, wa? Kriegen wir am meisten Geld für, ne? So. Jetzt können wir noch nicht Öl verkaufen. Funktioniert jetzt nicht. Ja, zu viele Kühlboxen brauchen wir noch nicht. Da passen wir auch drauf auf. Halt. So. Aber wieder mit Anlauf. Hopp. Ey, der ist auch unter, will da nicht rum, ne? Die Eierdinger kommt ein. Was meint der da im Haus? Spinnt er wohl? Hier auch mal drei hin. Und dann drüben bei den Ziegen auch. Na, der Hirsch, der rennt hier auch immer hin und her.
ich hoffe nur, dass das so bleiben kann alles. Dass ich jetzt nicht wieder, dass wir hier alle nicht noch wieder neu anfangen müssen bei Null. Das wäre ja wirklich grausam. So, und das Ding tun wir da drüben hin. Warte mal. Wo haben wir denn überhaupt? Ich habe doch schon was gehabt, ne? Von dem Zeug. Ich meine, ich hätte was gehabt. Das sind Eier. Komisch. Nicht mehr da, ne? Die Magen? Ne, wir haben keine mehr. Was ist denn blau, könnte ich noch holen. Okay, wie spät haben wir? 15 Uhr. Können wir mal schnell. Ey, sag mal, warum? Gerade sagen. So, dann fahren wir mal hin. Was haben wir noch? Zu unserer Pumpe umkicken. Auto, das fährt ja super, wa? Muss ich echt sagen. Na, ja, läuft die Pumpe noch? Kicken. Sie arbeitet noch. Ist ja cool. So, Sprit rauffüllen. War wichtig. Na gut. Hat nicht viel verbraucht. Wir waren ja auch. Ach Gott, oh Gott. 60 Liter haben wir nur noch drin. Ja, so ist das nun mal. Mit dem Scheiß. Insgesamt würde man 16 Fässer drauf kriegen. Aber du bleibst ja hier auch gar nicht drin. Also ich habe hier noch niemals 1000 Liter gehabt.
Acht Fässer reicht auch. Meistens kommen sie, hast du sieben Fässer, dann, wenn du ein paar Tage warten tust. Aber wir machen ja auch viel Geld mit Fleisch. Dabei haben wir überhaupt noch nichts produziert. Ich meine keine Wurst oder und Käse. Ja, bei Käse muss ich ja auch warten mit der Milch. Siehst du, da muss ich auch bestimmt noch noch vier Milchkannen holen. Da geht ja auch einiges drauf an Flüssigkeit. Ja, melken müssten wir eigentlich auch. Wieso geht das jetzt, wie meine ich? Ey, das war noch. Na. Muss ja richtig dran stehen, da, sonst funktioniert das ja nicht. So, der letzte Pass. Okay, okay. Acht Fässer gehen gerade so drauf. Na komm schon. So, einsteigen. Wir fahren zum Laden. Ja, natürlich, danke. Ey, diese blöden Hirsche, wa? Dass die einen direkt entgleisen lassen, wa? Wie eine Wand. Die müssen umfallen, ja? Das wäre das Richtige. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hallo, wir sind wieder da. Sieben Ölfässer. Warum sieben? Hä? Öl fast siebenmal.
Verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen. Wieso 7 Ölfässer? Die haben doch nur 6 drauf. Ne, 8. Wie bitte? Leer, leer, leer. Also irgendwas stimmt da nicht, wa? Wir haben doch 8 Fässer. Ist ja komisch, wa? Oh, oh, oh. Ich sag ja, hier, hier ist ja was los. Da werden 7 angezeigt. Kann nicht sein, wa? Oder? Es kann's nicht sein. Was machen wir denn nun? Den kriegen wir. Warte mal, den kriegen wir oben auf dem Dach drauf, ne? Einen wollte ich noch mitnehmen. 250 ist gut. Hier. Samen, das haben wir noch nicht. Da brauchen wir erst die Maschinen für. Weißschimmel, Weißschimmel, Kuh. Weißschimmel. Ach, guck mal an, Ziegenkäse kannst du da auch. Ich doch noch so ein Ding mitnehmen hier. Die hauen wir da rein dann. Wie bitte? Oh, ist ja teuer. Ey, das ist ja sau teuer. Kann ich mir nicht leisten. Gut, 250. Wieso habe ich nur noch so wenig? Ach, ich habe 13. Hätte ich mir doch leisten können. 13.000. Kann ich mir doch leisten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Na komm. Jetzt bin ich aber wirklich, also. Ey, wo ist denn jetzt der Müllding? Was heißt Müllding? Jetzt muss ich Anlauf nehmen wieder. Es müssen 20 Dinger drin sein. Drei fehlen noch.
Okay. Ja, wenn wir erstmal zum Hof fahren. Zur Ranch. Na, euch schieße ich auch noch ab, da. Also, da können wir. Eventuell können wir nämlich da auch was mit machen. Ich glaube, Wildwurst. Also, Geflügelwurst soll wohl gehen, wa? Ich weiß es nicht. Hey, weg da! Boah, bleib da stehen wie so ein Ochse. Hau ab da! Blöde Vieh. Hoppelt da einmal auch rum. So. Wieder halb leer hier. Warte mal. Wollen wir mal hier reinmachen? Ja, hier stinkt jetzt schon wieder. Oh, da noch. Nochmal Kacke. Haben wir doch richtig gemacht, noch einen zweiten geholt. Für jede Seite ein. Wieder ein Bock dabei. Oh Gott, waren da. Ach, Ziegenfleisch hatten wir ja auch. Ach, guck mal. Och, zwei Kälbchen. Guck mal, hier ist auch noch Scheiße. Zwei Kälbchen. Es wird langsam was. Muss ich sagen. Aber wer bist du denn? Horny, horny. Da bin mal gespannt, was das langsam. Hier läuft ja richtig was rum. Müssen nur aufpassen, dass nur ein Bulle überbleibt. Ne? Hier, das ist auch ein Bulle. Hier brauchen wir ja nur. Zack zu. Andere Seite rennen. Mal kicken. Ich habe echt gedacht, also, dass wir kein Geld mehr hatten da. Hier haben wir auch schon wieder ein kleines Kälbchen. Unsere Milchkühe, das macht sich schon hier. Muss ich sagen. Das läuft. Ja. Aber ins Schwein geht es auch langsam.
Hier werden ja nur die Bullen geschlachtet. Wenn du natürlich nicht, auf keinen Fall. Der bleibt. Und die Milchkühe bleiben auch. Also die Kühe, wohlgemerkt. Also die Bullen, die gehen ab. Das ist eine Kuh. Die hat schon einen Namen. Auch. Die auch. Also jetzt schon das Dunkel, kann ich nicht sehen. Gut, schlafen gehen. Boah, ich bin nur mal kurz dahin. Kann doch nicht wahr sein. So, Eier noch aufsammeln, dann haben wir wieder unser Tagwerk vollbracht. Das ist ja Tagwerk. Tja. Moin. Tag 59. Hey, sag mal, was machst du denn hier? Kloppt. So, jetzt werden wir mal da reingehen. Noch Eier sammeln. Was wir ja noch nicht gemacht haben. Unsere Waffen geladen. Denn angeblich sollen ja auch hier Tiere hier, Raubtiere raufkommen. Weil ich habe noch keinen gesehen hier. Bei mir war noch keiner. So, Leute, ich weiß es nicht. Wie bitte? Kann mir mal einer sagen, wo das Schwein herkommt? Das Schwein im Hühnerstall? Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Und die Türen sind hier immer zu. Ja, erzählt mir mal, wie kann das passieren, dass hier ein Schwein reinkommt? Ich sag ja, hier ist was los. Das muss ich erstmal auch noch rausnehmen. So, alle Eier aufgesammelt. Da hinten ist noch eins.
Das gibt's doch gar nicht, wa? Oder? Na, komm mal mit. Verstehe ich nicht. Ey, so was? Das ist ja schon wieder voll hier, wa? Komm, verschwinde da mal. Ich will da raus. Scheiße, was? Ey, das gibt's doch gar nicht. Das gibt es wirklich nicht. So, das haben wir noch verteilt hier. Das haben wir auch verteilt. Dann müssen wir jetzt... Achso, da oben ist ja noch was. Kriegen wir das auch noch an? Nee, das kriegen wir da oben nicht rein. Das ist mein Gott, lieber. Warte mal. Naja, komm. Da sind plötzlich Eier drin. Da waren doch auch noch Eier, ne? Ein Korb haben wir ja schon voll. Aber die brauchen wir ja nicht zum Verwerten. Plötzlich. Aber trotzdem stellen wir die da mal da drüben hin. So. Jetzt haben wir schon einiges wieder. Klasse. Super. Alles sauber. Gut. Dann gehen wir mal wieder rein. Jetzt haben wir weiter nichts zu tun. Warte mal. Wir haben ja... Eigentlich könnten wir ja mal gucken, dann das Auto aus. Wie teuer sind die denn? 'Nächstes Mal holen wir uns die landwirtschaftlichen Geräte. Ja, genau. Das haut jetzt nicht mehr hin. Nee, wir haben schon dreiviertel Stunde da. Also wir sind schon wieder am Ende angelangt dann. Das muss reichen erstmal. Heute eben nur ein bisschen Farmarbeiten da, ne? Und die Pumpe aufgefüllt. Bisschen was verkauft. Und so, und dann war es das. Alles klar. Gut.
Dann danke ich für das euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Es heißt Neues von der Ponderosa mit dem Hansdampf aus Berlin. Winke, winke, bye bye, auf Wiedersehen. Macht's gut, Nachbarn.